Hallo und willkommen zurück zu Betrayal at Krondor. Und wir werden dieses Mal weiter nach Süden reisen und eine Stadt besuchen. Und dieses Mal wird es etwas textlastiger werden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es geht jetzt nicht so stark die Hauptstory weiter. Und bevor wir dazu aber kommen, wollte ich noch ganz kurz auf ein paar Kommentare eingehen, beziehungsweise zunächst mal hat es mich sehr gefreut, dass die Videos jetzt so gut angekommen sind. Das gilt übrigens auch für die Beteiligung an dem Post, den ich am Sonntag veröffentlicht hatte, zu den was möchtet ihr sehen in anderen Let's Plays. Da gibt es auch eine rege Beteiligung bei der Abstimmung oder ne, wie was gewünscht wird. Und ganz interessant ist, dass da doppelt so viele von euch ARA sehen wollen als Civilization 7. Das hat mich etwas verwundert, aber okay. Ich wollte hier auch noch auf einen Kommentar von Super Oil International eingehen. Sie hatte geschrieben, dass er die Romane von dem Feist damals gelesen hatte und die auch sehr mochte, aber das Spiel nicht so überzeugen kann, weil die Story nicht wirklich vorankommt und sehr viele Kämpfe quasi das Spiel in die Länge strecken. Und dazu muss ich sagen, dass das eben teilweise mein Verschulden ist, weil ich eben die Entscheidung gefasst hatte, dass ich gerade im ersten Teil ein bisschen was von dem ganzen Spiel zeigen wollte. Also beispielsweise auch Kämpfe und diese Truhen, die man öffnet, also so ein Rundumblick. Und den hätten wir eben nicht gesehen, wenn wir vom Anfang direkt nach Lamut gereist wären, wo wir eben dieses Mal hingehen werden. Denn da gibt es eben sehr viel Text und dann wären wir außer Text zu nichts gekommen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal aber noch weiter was machen können. Also der Plan ist, nach Lamut zu gehen, dann nach Zun weiter und dann Richtung Falkenhöhle. Und da sollten wir eigentlich irgendwo eine Kiste finden. Ja, müssen wir mal sehen. Ich hatte mich hier zuvor auch schon mal umgesehen. Das ist auch jetzt nicht der erste Aufnahmeversuch. Beim ersten ist was schiefgelaufen mit dem, das Bild war so ein bisschen verzerrt. Zum Thema Hardware, genau, wollte ich auch noch was erwähnen. Ich hatte beim letzten Mal in den Kommentaren gefragt, wie das mit der Lautstärke ist. Seitdem hat sich aber auch nochmal was getan, weil ich eine andere Soundkarte eingebaut hatte. Ich habe jetzt da eine Orpheus 2 LT drin. Und da muss ich den Sound natürlich nochmal für neu nachjustieren. Und da könnt ihr gerne mal schreiben, ob da irgendwas zu laut oder zu leise ist. Dazu ganz kurz, ich habe drei Lautstärken zur Verfügung. Ich habe das Mikrofon, das nachträglich dazu gemischt wird. Ich habe Synth, das ist beispielsweise die Musik, die ja so MIDI-Files sind. Das ist Synthesizer generiert. Und ich habe die Soundeffekte und das sind eben digitalisierte Sounds und die werden separat gemischt. Also da zwischen den drei Sachen, also das Mikrofon ist gegeben, wenn was anderes da im Vergleich zu leise ist oder zu laut, dann schreibt es das gerne in die Kommentare, damit ich das nachträglich anpassen kann. Also ich hatte natürlich jetzt schon im Vorfeld geguckt, dass das soweit meinem Empfinden nach etwas passt. Manchmal ist es aber so, dass das genau dazwischen ist oder dass unterschiedliche Lautstärken da sind, wie hier der Sound beispielsweise. Die Musik klingt jetzt ganz gut, aber es kann sein, dass der Sound, die Musik dann im Kampf zu laut ist. Müssen wir dann mal sehen. Ja, es gab noch einige andere Kommentare, aber ich will jetzt da auch nicht jetzt auf alles direkt eingehen, sondern ein bisschen weiter mit dem Spiel kommen und dann werde ich an den entsprechenden Stellen nochmal darauf eingehen. Wir waren jetzt eben auf dem Weg von Norden runter nach Lamut und da vor uns sehen wir einen kleinen Erdhaufen, da werden wir mal buddeln. Etwas war in der Erde vergraben worden. Das Loch ist nicht groß genug für einen Menschen. Es ist daher sicher anzunehmen, dass es kein Grab ist, sagte Locklear. Vielleicht ein Vorratslager. Lasst uns nachsehen. Und in der Tat finden wir Nahrung vergraben. Lecker, lecker. Okay, weiter geht's.
Ja, ist ja sowieso keine Musik. Ja. Hier hört man halt nur das Chirp, Chirp. Und da ist eben auch Lamut. Da haben wir ein Ortsschild, Lamut. Und dann werden wir da jetzt mal hin. Wir sind eben noch auch jetzt in der Nacht. Sie kamen an eine Wegbiegung. Locklear schaute sich die Straße vor ihnen an, die zunächst anstieg, in der Ferne wieder bergab führte und schließlich in einer größeren Stadt endete. Lamut, sagt Orwin. Glaubt ihr, wir sollten uns dort mit Vorräten versorgen? Ja. Und da wird jetzt automatisch hingereist. Und dann sind wir in Lamut angekommen. Ein Stadtscreen, da können wir halt nicht jetzt frei in der Stadt rumlaufen, sondern müssen hier auf Sachen klicken. In dieser Stadt, das Bild hier, das erinnert mich so ein bisschen an optisch die Städte bei Christoph Kolumbus und so weiter, die sehen auch so ein bisschen danach aus. Aber gut, in dieser Stadt standen primitive Zwergenhütten direkt neben niedlichen Elbenläden und seltsame Zurani-Wirtshäuser direkt neben zusammengedrängten Behausungen des Königreiches. Auf einem Schild außerhalb der Stadt stand: Alle Besucher Lamuts sind gleich. Denn in Lamut ist jedermann gleichsam wunderlich. In den Laden kommen wir nicht rein, der ist geschlossen. Sie müssen morgen zurückkommen, um ihren Laden zu öffnen, sagte Locklear resigniert. Wir müssen sie nur vor Sonnenuntergang erwischen. Okay. Hier oben eintreten am Tor trafen sie auf eine Wache. Nach seiner Hautfarbe und der wohlklingenden Stimme, mit der er sprach, zu urteilen, handelte es sich bei dem Mann um einen Zurani. Es war jedoch auch möglich, dass er ursprünglich keschianischer Abstammung war. Er starrte sie gelassen an, während er ihnen den Weg versperrte. Kein Zutritt, sagte die Wache und schüttelte den Kopf. Kommt bei Tagesanbruch zurück. Wir wollten doch nur kein Zutritt, sagte die Wache wieder. Und keine Ausnahmen. Okay, aber wir haben auch noch eine Schenke. Das Blaue Rad, das neueste Wirtshaus in der Stadt, machte im Vergleich zu den Läden in Lamut einen gelassenen, ja fast verschlafenen Eindruck. Die Gäste warfen ihre schwer verdienten Golddukaten auf den Tisch im Austausch für nur vom Blauen Rad eingeführten Biere aus dem Kaiserreich von Zuranuani. Da können wir bei der Schankmaid Sachen kaufen. Das wollen wir aber nicht. Und dann haben wir hier den Typen, mit dem werden wir später noch reden. Wir könnten hier schlafen, da klicke ich jetzt mal drauf. Der Nachtwächter sah müde aus. 5 Dukaten für die Nacht, brummte er. Solltet ihr jedoch meine Betten verlausen, dann kostet es euch das Doppelte. Die Zimmer müssen bis zum Sonnenaufgang geräumt sein. Und ach ja, in der Ecke steht ein Nachttopf, falls ihr ihn benötigt. Soll ich euch für die Nacht eintragen? Nein. Locklear blickte ihn finster an. Ein anderes Mal, Nachtwächter, sagte er und klopfte leicht mit den Fingerknöcheln auf die Theke. Hier jedoch ein Ratschlag. Wenn ihr mehr Gäste anziehen wollt, dann schlage ich vor, eure Preise herabzusetzen. Selbst die Kaiserin von Kesh würde vor eurer jetzigen Forderung zurückschrecken. Der Charakter, wo hier diese Hand ist, der scheint zufallsgeneriert zu sein. Da kommt, glaube ich, immer ein anderer Text. Ein Tisch wurde für sie abgeräumt. Sie nahmen dem Mann gegenüber auf einer zersplitterten Holzbank Platz. Locklear teilte etwas von dem Söldnerbrot unter ihnen auf und hörte der Geschichte über eine unglückliche Liebesaffäre mit einer verheirateten Frau zu. Die Geschichte entwickelte sich von einer sentimentalen Darstellung der Ereignisse zu dem Geheul eines Betrunkenen. Es wurde ihm klar, dass der Mann nicht die Absicht hatte, sein Gejammer bald zu beenden. Das ist schrecklich, antwortete Locklear mit vollem Mund, oder eher schrecklich. Seine Aufmerksamkeit war dabei auf die Holzbretter hinter dem Kopf des Söldners gerichtet. Furchtbar, tragisch. Ach, da seid ihr ja, sagte ein Kellner und legte seine schwere Hand auf Orwins Schulter. Seid ihr Burschen immer noch bereit, mir wie abgemacht beim Hereintragen dieser Säcke zu helfen? Zuerst verstanden sie nicht, erkannten dann aber, dass sie gerettet worden waren. Locklear schlug seine Hände zusammen. Ja, ja, natürlich, wenn unser Zech-Kumpan uns bitte entschuldigen würde. Der Mann schaute sie mit verschwommenen Augen an, nickte und winkte dann jemanden herbei, der seinen Krug füllen sollte. Können wir dann nochmal reden? Locklear hielt inne. Es war ihm zwar in den Sinn gekommen, ein weiteres Gespräch mit dem Mann anzufangen, doch bemerkte er jetzt, dass seine Gegenwart nicht willkommen war. Und dann haben wir ihn hier. Einen Zwergen. Der Zwerg zog an seiner Pfeife.
Dicker Qualm kam aus dem Mund des alten Kauzes, während er Locklear, Ovin und Gorat nacheinander ansah. Schon vor langer Zeit hatte er sein linkes Auge durch den Schwertstreich eines Moritel verloren. Das rechte brannte jedoch noch immer hell unter seinen buschigen Brauen. Da niemals ein Zwerg vergisst, etwas wie auch seinen Namen nicht vergisst er. Ich einen geschniegelten jungen Mann vor mir erkenne, den zuletzt ich sah, als gewesen ist ein Junge. Ich möchte euch nicht beleidigen, aber ich fürchte, dass ich mich nicht erinnere. Wie der Rest eurer menschlichen Rasse, unter euch keiner sich kann erinnern länger als eine Woche. Wenn nicht wären wir schlauen Zwerge, ihr vergessen hättet das überhaupt, ihr habt ein Königreich. Ich euch aus einem Keller aber gerettet, in der Schlacht von Sassanon, zusammen mit einer Orde Weiber, die euch nicht erinnerte, Loki. Dubal, natürlich, bin froh euch zu sehen, ich habe euch ohne die Augenklappe nicht erkannt. Was ein Zwerg tun soll, ich die Narbe gerecht habe gewonnen und eine Drachenmutter ich will sein, ehe bedecke sie ich. Dass ich nicht tun hätte sollen gleich, nun nur sitze hier ich und mit diesem verrückten Tsunami wird ich rede und einige Bier ich habe mir gegönnt. Nicht zu tun viel, weil zusammengebrochen ist das Mac-Modern-Kadal. Ein Brack nur gesehen worden ist dort. Ja, genau, also da müssten wir hin, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Und dann müssten wir nochmal nach Lamut, um dem Bescheid zu sagen, falls wir das schaffen. Müssen wir mal gucken. Ein Brack nur gesehen worden dort. Eine große Belohnung sie anbieten, zu töten ihn, ich euch sage, wenn wahr ist die Geschichte. Eine Herausforderung, das ist sogar finden, dass wir Zwerge, denn wilde Bestien sie sind. Ich habe Geschichten über diese steinernden Kreaturen gehört. Hab Dank, Dubal. Okay, nochmal mit dem Reden können wir aber nicht. Der Zwerg sah sich finster an. Er war anscheinend entschlossen, sich nicht so bald wieder von seinem Stuhl zu erheben und paffte an seiner Pfeife. Wenn so freundlich wäret ihr vorziehen, ich es würde zu bleiben ungestört. Des Zwerges Pfeife eine religiöse Angelegenheit ist und ein Tempel sein wird aus. Vielleicht später wir reden können. Und dann bleibt noch... Ja, hier. Sumani klatschte zweimal in die Hände. Die festliche Stimmung im Raum wurde unterbrochen und das Geklirr von Kelchen und Kratzen von Tellern verstummte, als sich der Wirt einen Weg durch die Bänke bahnte und sich vor Locklear verneigte. Er berührte mit seiner knurrigen Faust seine Stirn, dann seine Brust und sprach feierlich: Seid willkommen im Gasthaus zum Blauen Rat. Ich hoffe, ihr findet die Getränke, die euch schmecken, und die Gesellschaft der Gäste ist euch angenehm. Wenn es irgendetwas gibt, das wir tun können, dann fragt einfach nach Sumani. Ah, Ehre eurem Haus, Sumani. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies ausschließlich eine Schenke ist? So ist es. Wir bieten viele unserer mitkemianischen Getränke an, als auch einige aus dem Zuruanischen Reich. Vielleicht kann ich euch für einen Becher Chocha begeistern. Sumani, warum habt ihr euch entschlossen, ein Gasthaus in Midkemia zu betreiben? Sicherlich könntet ihr in Kelevan bessere Geschäfte machen. Also dann nur mal ganz kurz als Hintergrund-Recap. Es gab eben zwei unterschiedliche Welten, oder mindestens zwei, also Midkemia und dann hier das Telewan. Und Telewan leben die Zurani, das ist diese asiatisch angehauchte Welt. Und der Sumani, der kommt eben aus dieser asiatischen Welt über ein Portal rüber, ist er nach Midkemia gekommen. Ich war nicht immer ein Wirt. Als Soldat des Hauses Shinzawai unter Graf Kasumi wurde ich hier eingeschlossen, als das Spalttor am Ende des Spaltkriegs zusammenbrach. Wir haben geglaubt, dass wir unsere Familien in Tsuranuani über die grünen Himmel, über Kelevan niemals wiedersehen würden. Aber Tsurani-Krieger begehen traditionsgemäß Selbstmord, wenn sie in Gefahr geraten, vom Feind gefangen genommen zu werden. Das ist wahr, mein Herr, aber der Graf ließ uns wissen, dass uns der Selbstmord nicht gestattet sei, es sei denn, ein Erhabener gibt seine Einwilligung. Ich glaube, in Midkemia nennt man die Erhabenen Zauberer. Bis ich ihre Erlaubnis erhalte, gebe ich mich damit zufrieden, das Gasthaus zum Blauen Rat zu führen. Spalttore. Ich habe gehört, dass das einzige Spalttor nach Kelevan hier in der Nähe ist. Ich habe darauf gehofft, dass wir es uns ansehen könnten. Es gibt im Augenblick nicht viel zu sehen. Im Reich hat ein Streit zwischen den Häusern Akoma und Anasati begonnen. Die Versammlung der Zauberer hat einen vorübergehenden Abbruch des Handels zwischen dem Reich und dem Königreich der Inseln befohlen, bis der Konflikt gelöst ist.
Man hat mir versichert, dass die Maßnahme nur vorübergehend sei. Kampf. Ihr habt gesagt, dass ihr ein Soldat der Zurani-Truppen gewesen seid. Wäret ihr daran interessiert, uns einige eurer Kampfkünste beizubringen? Es wäre mir eine Ehre, mein Herr, doch ich bin gezwungen, einen kleinen Preis für meine Dienste zu fordern. Sollte meine Rüstung beschädigt werden, könnte ich sie sonst nicht reparieren lassen. 75 Dukaten sollten möglichen Schaden absichern. Ist dieser Preis annehmbar? Ich werde das jetzt machen, damit kriegen wir Kampfwerte erhöht. Und die würden uns natürlich dann direkt weiterhelfen. Ist natürlich viel Geld, aber andererseits haben wir auch viel. Hört sich vernünftig an, wir sind uns einig. Ich werde euch in 5 Minuten am Fluss treffen. Ich muss euch jedoch warnen, da ich ganz anders aussehe, wenn ich meine Kampfrüstung trage. Ich bitte euch schon jetzt um Verzeihung für alle allen Schaden, den ich euch vielleicht zufügen werde. Locklear traute seinen Augen nicht, als aus der schmalen Tür des Gasthauses zum Blauen Rat trat eine Gestalt, die mit dem bescheidenen Wirt keinerlei Ähnlichkeit mehr hatte. Offensichtlich hatte sich Zumani beim Anlegen der Rüstung Zeit genommen. Er trug einen blauen Schildpanzer, Schützer, Brustpanzer und Hosen waren, alle aus leichtem Holz. Das knarrte, als er ihnen entgegenkam. »Eine Zurani-Rüstung?«, fragte Locklear. Zumani rückte den mit einer blauen Feder geschmückten Helm zurecht. »Ich war früher Patrouillenführer. Der Graf Kazumi bestand darauf, dass ich die Rüstung, die das Haus Shinsawai mir überreichte, behielt. Obwohl ich der Garnison nicht länger diene, gehört meine Loyalität noch immer dem Grafen. Seid ihr bereit für eure erste Lektion? Ja, ich glaube schon.« Die Augen des Zurani leuchteten verschmitzt auf. »Dann verteidigt euch!« Locklear machte ein Zeichen, dass er für heute genug gelernt hatte, und kletterte zum dritten Mal aus dem kalten Lamut heraus. »Gnade, Onkel, oder was auch immer ihr verdammten Zurani sagt, wenn ihr euch ergebt.« »Wie ihr wünscht, mein Herr«, kicherte Zumani und begann, seine Rolle als Wirt wieder einzunehmen. »Ich treffe euch im Blauen Rat, wenn ihr wieder trocken seid.« Ja. Dann reden wir noch gerade über Rüstungen. »Ich weiß nicht, wie lange unsere Rüstungen noch halten werden. Wisst ihr einen Ort, wo wir sie reparieren lassen könnten?« »Wäre eure Rüstung von gleicher Art wie meine, so würde ich euch zur Garnison senden, doch königliche Rüstungen werden anders gefertigt. Ich glaube, dass die Zwerge des MacModern Kadals euch vielleicht helfen können. Ich vernahm im Gespräch mit Dubal, dass die Kleinen sehr begabt sind, was die Anfertigung von Waffen und Rüstungen betrifft. Lebt wohl. Habt Dank für eure Dienste, Zumani. Ihr habt ein wunderbares Wirtshaus, es ist sehr zuranig. Euer Besuch ehrt uns. Lebt wohl. Ich verspreche euch, dass ich wieder vorbeikommen werde, um etwas zu essen, sollte ich jemals wieder nach Lamut. Wenn ich jemals wieder... Da fehlt ein Wort. Okay. Vielleicht können wir den nochmal anquatschen. Nö. Wir können auch singen. Und theoretisch müssten wir jetzt, um das zu optimieren, eben die Skills umstellen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich will das einfach mal zeigen hier. Und dass ihr diese lieblichen Klänge hört. Orvin hatte Probleme mit der Laute. Er begann zu spielen und hatte dabei das Gefühl, dass er mit einer Bestie ringe, die 100-mal größer war als er. Mehrmals schlug er die falschen Saiten an und die Melodie, die er spielen sollte, verwandelte sich dabei in ein schreckliches Katzengejammer. Ja, geht so, ne? Raus hier! Raus, raus! Drängte der Wirt und entriss ihm die Laute. Seid froh, dass die Gäste hier nicht noch schlechtere Laune haben. Gebt ihnen Zeit, sich zu beruhigen. Dann könnt ihr zurückkommen. Aber nur, um Proviant zu kaufen. Okay, und damit sind wir raus. Wir sind jetzt immer noch hier in der Nacht. Wir müssen einmal exiten. Und dann, die Fähigkeiten der Gruppe haben sich verbessert. Das ist jetzt eben wegen dem Training. Und auch da, ich weiß es nicht, vielleicht hätten wir vorher alles deaktivieren müssen. Vielleicht hätte ich das erstmal aufsparen müssen, um dann später nochmal hier hinzukommen. Aber ich werde das nicht optimieren. Ich glaube, dann würde ich bei dem Spiel wahnsinnig werden. Weil das viel zu viel Hin- und Hergestelle ist. Und zum anderen auch, weil die Charaktere eben flöten gehen. Man weiß halt nicht, ja, dann baue ich den aus, dann grinde ich jetzt Gegner und ne, steigert man den und dann ist er wieder weg. Also ich mache das hier, ich gucke ein bisschen da drauf, aber ich werde das nicht ganz gezielt erhöhen. Was ich mir aber mal aufgeschrieben hatte, war vorher die Werte, weil ich hier einmal schon mal geguckt hatte, wie viel das überhaupt bringt. Und das hier hat 6 Punkte gebracht, das hier hat 5 Punkte gebracht. Bei dem waren das hier 5, bei dem 6 und hier sind das 4 und da auch nochmal 4. Also das scheint auf jeden Fall nicht abhängig zu sein, umso höher, umso weniger ist das, sondern eher gegenteilig sogar. Oder das liegt daran, ne, der hat sogar auch weniger markiert als die anderen. Keine Ahnung. So, okay.
Dann sollten wir jetzt aber einmal rasten. Und das machen wir einfach bis zum Morgengrauen. Und dann werden wir nochmal zur Stadt. Und dann werden wir noch in den Laden gehen. Und wir müssen noch in dieses Schloss gehen. Erstmal der Laden. Egal ob drinnen oder draußen, in diesem Laden wurden nur wenige Dinge in einer gewöhnlichen Art und Weise verwendet und der Laden war mit Feingefühl angelegt. Pfeile und andere Waren der Bogenkunst wurden geschmackvoll zur Schau gestellt und jeder Gegenstand erschien sich genau auf dem richtigen Platz zu befinden. Wir können hier reparieren, wir können kaufen und verkaufen, da haben wir Armbrust, Waffen, Gedöns und was zum Reparieren. Aber das ist zum Armbrust reparieren. Nicht um Waffen oder so zu reparieren. Da hatte Fridolin Ente angemerkt, man kann ja Sachen auch verkaufen für, also wenn sie einen höheren Prozentwert haben, dann kriegt man da mehr Gold für. Aber wir müssten eben dafür dann, ja, und man kann eben auch trainieren, indem man halt Sachen repariert. Aber ich habe jetzt hier keine Steine, ich müsste die erst kaufen, weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, geldmäßig. Und wie ich eben meinte, ich will da jetzt auch nicht jeden Punkt irgendwo rausholen. Wichtiger ist es mir jetzt nicht mit vollgestopftem Inventar rumzulaufen und dann zu überlegen, ja, dann muss ich die Leichen liegen lassen und später nochmal zurückkommen, um das wieder mitzunehmen. Also ich werde gucken, dass ich, dass ich ein paar Sachen im Inventar halte. Und, na, das hier sollten wir beispielsweise auch direkt austauschen. Und dann behalten wir das Schwert hier noch. Also, dass wir ein bisschen Ersatz haben, dann können wir da auch noch was reparieren. Wenn wir dann diese Steine haben oder die mal kaufen können, dann können wir das machen. Aber, jetzt da gezielt alles aufzubewahren, um das maximal zu powerleveln sozusagen. Das würde ich hier nicht machen wollen. Wir können jetzt noch da oben reingehen. Die Garnison war beeindruckend. Sie lag hoch oben auf einem Berg, der Lamut überragte und war als militärischer Vorposten vor Jahren errichtet worden, um einen möglichen Moradel-Angriff auf die westliche Grenze des Königreiches abzuwehren. Sie folgte einer Straße, die sich durch die Stadt und den felsigen Hügel hinaufschlängelte, auf dem sich die Garnison befand. Nachdem sie mit der Schildwache am Tor gesprochen hatten, wurden sie unter dem massiven eisernen Fallgitter hindurchgeführt. Hauptmann Belfort erhob sich, als sie den Raum betraten. »Es ist gut, euch wiederzusehen, Locklear«, sagte er und streckte seine Hand aus. »Ich teile eure Freude. Welche Nachrichten habt ihr? Wie geht es Graf Kasumi?«, fragte Locklear, als die Männer sich die Hand gaben. Sie nahmen auf harten Holzstühlen Platz und Belfort antwortete, »Es geht ihm gut. Er ist jedoch in geschäftlichen Angelegenheiten mit ein paar neuen Wachen unterwegs, die durch den Spalt aus Killewan gekommen sind. Was den Rest von uns betrifft, wir sind auf der Suche nach einer Gruppe von grauen Kriegern aus Killewan, die durch den Spalt geschlüpft sind, kurz bevor er geschlossen wurde.« Locklear war etwas verwirrt. König Leam und Kaiser Ishinda haben den grauen Kriegern Freiheit und einen neuen Stand im Königreich garantiert. Ja, aber dieses Übereinkommen erlaubt nicht die Verstaatlichung von gestohlenen Gütern. Es sieht so aus, als ob sie mit einem wertvollen Rubin aus Makallas Besitz geflohen sind, sagte Belfort. Makalla, der Erhabene der Zurani, fragte Orvin Belfort. Belfort lächelte. Ja, er hat mit Prinz Aruta darüber gesprochen, einen Spalt offen zu lassen, um den Handel zwischen dem Königreich und Kelevan zu ermutigen. Er macht wirklich überall seinen Einfluss geltend, um seinen Rubin zurückzubekommen. Solltet ihr darauf stoßen, dann bringt ihn hierher zurück. Er bietet eine Belohnung. Ja, also den Rubin auch aufschreiben, ne? Das ist auch dann quasi eine Quest. Sie dankten ihm für seine Informationen und verließen die Garnison. So. Und das war die Stadt. Und ich hoffe, damit ist nachvollziehbar, wieso ich auch nicht in der ersten Folge eben direkt darunter gereist bin. Weil dann hätten wir keinen Kampf gehabt, dann hätten wir keine Kisten, vielleicht die eine Kiste gesehen. Wir hätten ja auch diesen Dialog mit dem anderen Typen, wo der Orvin gesprochen hatte, den hätten wir ja schon im ersten Mal gehabt. Also es wäre sehr, 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 sehr viel Text gewesen und deshalb wollte ich das ein bisschen verteilen. Damit ist natürlich die Story und die Hintergründe und so weiter nicht so wirklich ins Rollen gekommen und der Kampf kann halt ein bisschen, als die Oberhand gewonnen haben. Aber das wird halt jetzt insgesamt wahrscheinlich zumindest diesen Teil, ja gut, wir werden jetzt noch ein bisschen erkunden. Und aber eben auch an Häuser klopfen und so weiter.
Und deshalb eben textlastiger werden. Da haben wir übrigens einen Friedhof, da werde ich euch jetzt nur mal gerade zeigen. Den hatte ich auch schon untersucht mal. Da kann man buddeln, aber ich weiß nicht, ob das negative Auswirkungen hat. Wie ihr seid, war ich einst. Wie ich bin, werdet ihr sein. Orwin wandte sich Locklear zu und fragte, sollen wir dieses Grab öffnen? Ja, da kann man eben buddeln. Eine Stunde verging, mit Schleim und Dreck bedeckt, warf Orwin angewidert den schweren Deckel des Sarges beiseite und sah hinein. Er musste sich fast übergeben, als ein schwerer Ammoniakgeruch sich von den widerlichen Überresten im Sarg erhob. Nur ein Körper, keuchte er. Ja, also wir könnten hier jetzt alles Mögliche aufbuddeln, aber ich hatte da nichts gefunden, wo es sich... Oder ich sag mal, wo ich das unbedingt machen wollte, weil das eben super, weil das die Story weiterführt oder irgendwas, ein super toller Gegenstand oder sowas ist. Deshalb, das lassen wir jetzt mal, um das Risiko nicht, da hinten ist ein Gegner, in Kauf zu nehmen, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Und hier hatte es einen Hinweis gegeben von Kaneda415, dass wir die Gegner ja anklicken können, um einen Hinterhalt durchzuführen. Sie entschlossen sich zum Angriff. Sie besprachen den Plan so schnell wie möglich und Lockley erläuterte die einfache Strategie. Wir sind uns einig, sprach er. Lasst uns nur hoffen, dass unser Angriff unbemerkt bleibt, sonst geht unser Überraschungsvorteil verloren. Der Mortalkrieger grinste. Er wich ihrem Überraschungsangriff aus und versuchte, die Oberhand zu gewinnen. Dabei drohte er Locklear tadelnd mit dem Zeigefinger und seine Augen glühten blutrünstig. Also gut, sagte Locklear und bereitete sich auf den Kampf vor. Dann eben auf die schwere Art. Naja, wir haben einen Typi. Den Orwin, den stellen wir beiseite. Der wird ein bisschen heilen. Ich weiß nicht, wie weit der Gegner laufen kann, aber wir werden hier erstmal... Wir werden mal dahin gehen. Okay, der kommt darüber. Dann greifen wir mit dem aber an. Daneben. Den lasse ich hier stehen. Der wird sich heilen. Ich hatte mal erwähnt, also Gesundheit und Ausdauer, die ergeben zusammen ja die Lebenspunkte. Wenn die Gesundheit reduziert, also zuerst wird die Ausdauer reduziert, dann wird die Gesundheit reduziert. Wenn die Gesundheit reduziert wird, dann senkt sich eben auch der Schaden und die Trefferwahrscheinlichkeit. Also wir sollten gucken, dass wir da nicht zu kommen und nur Ausdauer verlieren. Man kann aber, also es wird nicht automatisch die Ausdauer wieder voll gemacht. Ich glaube, das hatte ich falsch erwähnt. Wir können aber im Kampf hier einfach immer wieder auf Rasten gehen und damit uns theoretisch im Kampf komplett hochheilen. Außer dass natürlich, wenn der Gegner mehr Schaden macht, als wir heilen, dann nutzt es nichts. Ne? Mit dem Klick immer rechte Maustaste, weil der damit halt mehr Schaden macht. Und den werden wir... Naja, der hat immer noch Ausdauer übrig. Den können wir, wenn wir hier ein bisschen mehr rasten, dann können wir da eben auch mehr Zauber sprechen und so später. Ich glaube, der hat nicht mehr viel. Ich mache jetzt ja mit der linken Maustaste, weil ich glaube, mit dem nächsten Treffer ist er tot. Matsche. Der Kampf war gewonnen. Durchsucht die Leichen nach Proviant, schlug Locklear vor und fügte dann hinzu. Macht schnell, falls es noch mehr von ihnen gibt, sollten wir schnell von hier verschwinden. Das ist ein generischer Text. Und das auch. Okay, wir haben wieder ein bisschen Rüstung. Und wir werden eben haufenweise Zeugs finden. Deshalb, das Inventar ist auch ratzfatz voll, wenn wir die Sachen jetzt nicht verkaufen würden. Gucken wir uns hier mal weiter um. Ich habe die Drehgeschwindigkeit übrigens etwas erhöht. Ich glaube, damit dauert das halt nicht mehr ganz so ewig, wenn man jetzt hier ne, einmal sich komplett umdrehen will. Da ist eine Kiste. Und ist dahinter? Das sind zwar viele, viele Bäume, aber dahinter scheint jetzt nichts zu sein. Naja. Kiste. Der Deckel der Truhe weigerte sich nachzugeben. Scheint verschlossen zu sein, sagte Gorath. Sollen wir versuchen, sie zu öffnen? Nein. Wir werden erstmal speichern. So. Jetzt.
Und dann knacken wir erstmal mit dem. Goras schüttelte den Kopf. Der Schlösserschmied wusste, was er tat, sagte er. Das geht über meine Fähigkeiten hinaus. Ich kann es nicht öffnen. Da hat er X-Aptenodyte erwähnt, dass es, dass die Schlösser einen fixen Wert haben. Also, dass man beispielsweise dann einen Schlösserknackenwert von 25 braucht. Damit geht dann das Schloss auf. Und das ist nicht, wird nicht ausgewürfelt. Das heißt, theoretisch, wenn wir das jetzt auch maximieren wollten, dann müsste ich jetzt Folgendes machen. Ich müsste raus, also müsste eigentlich die, wenn ich den ausbilden will, dann müsste ich die Kiste eigentlich da einfach da stehen lassen und später wieder zurückkommen, wenn der einen hohen genug Wert hat. Oder ich mache es jetzt einfach mit dem auf und um das zu optimieren, müsste ich jetzt wieder raus, müsste alle Skills ausschalten, Schlösserknacken anmachen, dann wieder die Kiste öffnen, das Knacken, dann wieder zurück, Schlösserknacken ausmachen, alles andere. Und das ist mir viel zu umständlich und deshalb, da meinte ich ja eben auch schon, ich werde das nicht optimieren, weil, wenn der das jetzt hier geknackt bekommt, aber ja. Weil das einfach zu umständlich ist und das ist zum Spielen blöd und ich glaube zum Anschauen ist es noch blöder. Das Schloss war einfach zu öffnen. Ein altes Sprichwort sagt, dass Schlösser für Kinder und Narren sind, sagte er. Nach einigen Sekunden warf er die Dietrich in die Luft und fing sie wieder auf. Ich bin kein Narr. Das Einzige, wo ich hier eben dann laden will, also ich werde mir Kisten aufschreiben, die ich nicht geknackt bekomme und wenn, wir müssen mit den Dietrichen mal gucken, wenn die irgendwann knapp werden sollen, dass die auch dann nicht durchbrechen, damit wir eben nicht ohne Dietrich dastehen sollten. Und ihr seht auch, wie das Inventar jetzt hier schon wieder gut vollgestopft ist. Okay, dann einmal speichern. Naja, und wenn wir eine Kiste öffnen und die fliegt uns um die Luft, dann um die Ohren, dann würde ich auch laden. Das ist eine Höhle, die ist jetzt dahinter. Da werden wir erstmal nicht reingehen. Das werden wir beim wahrscheinlich nächsten Mal machen. Denn das wird, wird dauern. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Da sind dann eben auch mehr Gegner, die man bekämpfen muss und so weiter. Aber die Idee war jetzt in dem Teil hier erstmal nach unten zu reisen und auch diesen, wir sollten ja für diesen Schreiberling hier oben, sollten wir hier unten eine Kiste finden. Und da werden wir mal gucken, ob wir die finden können. Also die habe ich jetzt selber vorher, wo ich hier mal rumgelaufen bin, auch nicht, nicht gesehen. War da gerade was? Nö. Übrigens ist die Geschwindigkeit, in der man sich bewegt, die kann man ja einstellen. Also das Drehen und auch wie viele Schritte man nach vorne macht oder wie weit man nach vorne geht, wenn man nach vorne drückt. Wenn man die Schritte länger macht, dann vergeht damit auch mehr Zeit. Schlussendlich, weil man dann auch mehr korrigieren muss, wenn sie länger sind, dann vergeht es, ist man ineffektiver am Laufen. Aber nachdem ein paar, Gorath hielt an und blickte in die Ferne, nachdem er ein paar Sekunden nachgedacht hatte, drehte er sich um und fing an zu sprechen. Schaut den Baum dort drüben an. Die unteren Äste sind alle abgehackt worden. Das bedeutet entweder, dass wir uns jemandes Grenze nähern oder dass jemand sich freien Überblick über die Gegend verschaffen wollte. Wollen wir unsere Reise in diese Richtung fortsetzen, sollten wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Mhm. Sie wurden beobachtet. Locklear war nicht sicher, wo sich die Beobachter aufhielten. Er drehte sich gerade um, als eine Gestalt hinter den Bäumen hervorkam. Zwei Leute haben wir hier. Aua, aua, aua. Der muss auf jeden Fall weg. Klang. So, und da könnt ihr jetzt sehen, ne? Der hat jetzt Schaden genommen, ist Gesundheit auch runter. Und seine Trefferchance ist dadurch jetzt auch... Aua! Hat jetzt auch gelitten. Salz in eure Augen werden wir casten, aber auf den.
Da müssen wir jetzt stoßen, weil mit dem Hieb gar nichts mehr ankommt. Okay. Dass der Gegner aber jetzt jedes Mal trifft, das war so nicht geplant. Der hat jetzt noch 7 Lebenspunkte. Stopp! So, der ist im Eimer. Der kann jetzt eigentlich nichts mehr machen. Den stellen wir mal ab. Und dann werden wir versuchen, den hier zu verknüppeln. Und der kann heilen. So, heilen. Heilen. Und zermatscht. Locklear blinzelte eine ganze Weile, starrte er auf seinen toten Gegner und sein Puls raste. Sie hatten den Kampf gewonnen, vorerst waren sie also sicher. Locklears Verteidigungsfähigkeit hat sich verbessert. Da können wir einen Blick drauf werfen. Verteidigung 54. Ich glaube, das hier war Heilsuppe, ne? Ja. Eine angenehme Wärme umgab Gorath, als er die Flasche mit Heiltrank schüttelte. Die magische Wirkung breitete sich über seinen Arm aus und dann durch den Rumpf und gliedermaßen. Er wusste, er musste die Flüssigkeit natürlich trinken, um von ihrer ganzen Heilkraft zu profitieren. Ja. Also da können wir jetzt einfach mal trinken. Gorath war es egal, wie die Flüssigkeit schmeckte, und er nahm einen großen Schluck aus der Flasche und trank gierig. Die seltsame Flüssigkeit hatte sofort eine wärmende Wirkung in seinen Händen und Füßen. Fast ebenso schnell begannen seine vielen Schmerzen abzunehmen. Ja, wir trinken da jetzt mal. Wir sparen aber jetzt auch mal auf. Theoretisch könnten wir auch rasten, also so ist es ja nicht. Da haben wir jetzt so einen Wetzstein. Okay. Mhm. Das ist da der linke. Und da der rechte. Teilen. So. Und ich glaube, diese Gegner, die hier kommen, also da, das sind, glaube ich, endlos viele. Das sind immer wieder neue Gegner, die da auftauchen. Okay, wir gehen mal weiter nach Süden. Aber wichtig ist mir halt auch, dass der trifft, ne? Also wenn der eben, der hat eigentlich hier immer noch viel zu wenig. Also wir müssten eigentlich mal rasten. Wir werden aber jetzt so ein bisschen reisen und dann, wenn die Nacht anbricht, dann werden wir mal gucken, dass wir schlafen gehen. So, da haben wir jetzt erstmal das Dorf. Wie heißt das Dorf hier? Das ist Sun. Da werden wir uns jetzt mal umgucken. Der Gastwirt begrüßte sie an der Tür. Er führte sie hinein zu einer Gruppe von Tischen und gab ihnen ein Papier mit den Namen von verschiedenen Gerichte und Getränke. Darüber stand der Name des Wirtshauses. Zur grünen Katze. Das ist was, hä? Sagte der Gastwirt mit offensichtlicher Bewunderung. Ich höre, dass es in allen Gasthäusern und Schenken zur Mode wird. Ich glaube, das Wort dafür ist Speisekarte. Unglücklicherweise wird für einige Zeit kaum etwas draufstehen. So, meine Herren, kann ich euch etwas zu essen bringen? Zahlt vorher, wenn ihr nichts dagegen habt, sagte er und rieb sich die Hände. Brauchen wir jetzt aber eigentlich auch nicht. Ich kann versuchen, was zu verkaufen, aber ich glaube, das geht hier gar nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja, kann er nicht gebrauchen. Also das müssen wir in einem Waffenladen machen. Die Tür ging auf mit verschwommenen Augen und nach Alkohol riechend sah sie ein ungefähr 40-jähriger Mann höhnig an. Nun, was wollt ihr? Rief er. Raus damit! Wir hatten gehofft, dass ihr uns die Richtung weisen könnt. Richtung? Richtung! Die Augen des Mannes funkelten, als er nach der Weinflasche griff, die auf dem Boden lag. Ich werde euch die Richtung weisen! Bevor Locklear reagieren konnte, fühlte er die Wucht der Weinflasche auf seinen Schädel. Na super. Wie geht's dem? 55 von 55. Er bräuchte auch eigentlich mal eine Rast. Okay, damit hätten wir zwei Häuser erkundet.
Wir haben da hinten noch eins, ein bisschen versteckt. Lockle klopft an der Tür eines kleinen Holzhauses und wartete geduldig darauf, dass jemand antwortete. Nach einigen Sekunden kam eine Frau heraus und geleitete sie nach innen. »Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Es sei denn, es ist wirklich wichtig, meine Herren. Ich bereite gerade die Pilze, die ich für den Ladenbesitzer drüben in Kiekes gepflückt habe. Ihm sind gestern beinahe die Heiltränke ausgegangen. Und wisst ihr, was sie sagen? Ihr könnt mich umbringen, aber ihr könnt mich nicht essen.« »Das ist ein merkwürdiger Spruch«, sagte Orwin. »Was bedeutet er?« »Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß es nicht«, antwortete die Frau und ihr Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Es ist etwas, was der Baron Kevin einst sagte. Es ergab nie einen Sinn. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich wirklich beeilen.« Lockley klopft an der Tür, also ist ein leeres Haus, generischer Text. Lockley stieß die Tür auf. »Der Ort ist verlassen«, sagte Gorot und sah sich im Raum um. »Vielleicht haben die Bewohner etwas Nützliches zurückgelassen. Lasst uns nachsehen.« Das ist so eine Armbrustsehne, um die Armbrust zu reparieren, glaube ich. Und dann fehlt noch, genau, da ein Haus. Eine Glocke erklang. Kaum hatte Lockley die Tür geöffnet, als er auch schon vom Ladenbesitzer hereingeführt wurde. Ja, können wir nur kaufen und verkaufen, nichts reparieren. Aber das sind ja auch Kräuter. Gebräu aus Rottfarn. Heiltränke. Ich glaube, damit kauft man aber direkt alle Heiltränke. Aber da kann man auch sehen, wie viel Gold man versäuft, wenn man die halt benutzt. Das machen wir jetzt mal nicht. So, dann werden wir mal etwas weiter reisen. Wir können erstmal in diese Ecke gucken und dann darüber gehen. Da ist aber nix. Jetzt wird's dunkel. Naja, jetzt bin ich da zu weit. Aber gut, dann gehen wir halt gleich direkt dahin. Aber dann rasten wir erstmal. Bis zum Morgengrauen. Proviant haben wir eh genug. Und gespeichert. So, da liegt was. Etwas war in der Erde vergraben worden. Das Loch ist nicht groß genug für einen Menschen. Es ist daher sicher anzunehmen, dass es kein Grab ist, sagte Lockley. Ja, okay, Vorratslager, das nehmen wir auch mit. Dann sind wir am ersten Hügel vorbei. Da haben wir noch was. Ein kleiner Stein rollte den Abhang hinab. Verwirrt durch dieses scheinbar zufällige Ereignis, sah Orwin auf und schaute dann wieder nach unten auf den Boden. Bei näherer Betrachtung erwies sich der Stein als ein stumpfer Messingknopf. Bevor er aufschreien konnte, wurden sie auch schon aus dem Hinterhalt überfallen. Jetzt machen wir mal was anderes. Der hat nämlich noch viel zu viel. Wir können jetzt mal die Flammenhölle entfesseln. Für 10. Macht 30 Schaden. Und das ist sogar ein AOE. Ich weiß aber nicht, ob der so weit geht. Nee. Oder? Doch. Sogar der hat noch Schaden genommen. Okay. Der wird einfach mal warten, um zu gucken, wo der gleich hinläuft. Und der ist da zu langsam. Dann geht der auch erstmal nach da unten. Dann machen wir nochmal. Flammenhölle! Übrigens kann man damit auch die eigenen Charaktere treffen. Das sollte man vermeiden. 8. Oh, und anscheinend kann man auch daneben schießen. Das war jetzt so nicht geplant. Okay. Aua. Bäh.
Na, schön. Aber ich glaube, da hilft es uns schon, dieses Training zu haben. Denn das Locklear hier mit einer 72-prozentigen Wahrscheinlichkeit trifft. Er lebte noch. Ja, das ist auch wieder ein Standardtext. Nahkampffähigkeiten der Gefährten hat sich verbessert. Der Gefährten? Oder wieder von einem? Von dem anscheinend nicht. Hier, Nahkampf. Und Nahkampf. Okay, von zwei. Neuss. Okay. Dann Leiche 1. Kein Platz mehr. Naja, und damit ist unser Inventar auch schon, ne? Schon äußerst voll. Also noch ein Angriff könnten wir noch nicht mal dann die Sachen runterbekommen. Ja, okay. Achso, versehentlich nochmal draufgeklickt. Ich wollte aber hier jetzt diese Kiste öffnen. Lockley knirschte mit den Zähnen. Sie hatten sich zwar geeinigt, die Truhe zu öffnen, aber er war besorgt, dass der letzte Benutzer vielleicht eine unliebsame Überraschung hinterlassen hatte. Ja, das ist ein bisschen vielleicht ungünstig. Weil ich hätte einen Zauber machen können, um Fallen zu entdecken. Eine magische Schriftrolle. Das ist Flammenhölle. Das hat er ja eigentlich schon. Owen seufzte. Obwohl er ziemlich sicher war, dass er den Spruch kannte, als er die ersten Zeilen überflog, las er ihn dennoch bis zum Ende durch, um sicherzugehen, dass er keine wichtigen Varianten auf wie es stilfreich sein könnten. Als er feststellte, dass der Spruch mit dem, den er schon hatte, schon kannte, identisch war, legte er die Schriftrolle zur Seite. Nun ja, seufzte er. Vielleicht kann ich einen großzügigen Ladenbesitzer finden, der sie besser brauchen kann als ich. Auch ganz cool, dass er nochmal so ein Text ist, den geben wir mal einen anderen, weil wenn der nämlich die Gruppe verlassen sollte, dann hätten wir den dann immer noch und könnten den vielleicht einem neuen Magier geben, der den Zauber noch nicht kann. Wer weiß. Wir müssen jetzt hier erstmal wieder zurück. Und eigentlich müssten wir jetzt diesen Kram verkaufen. Da würden wir uns natürlich ranhalten, wenn wir jetzt dann wieder zurücklaufen würden. Wo ist denn hier der eigentliche... Ja, das ist hier auch ein bisschen schwer zu erkennen, wo der Weg ist. Das sieht es eigentlich daran so aus, als wenn wir schon am Weg vorbei wären, aber der ist noch gar nicht... No, da sind wir noch gar nicht vorbei. Der kommt da unten erst. Nach Drachenhöhe. Na gut. Gehen wir mal weiter. Nochmal auf die Karte. Genau, das ist jetzt die Abzweigung, die nach Drachenhöhle geht. Und da wurde gesagt, was habe ich mir da aufgeschrieben? Auf südlicher Seite des Hügels. Westlich. Also vielleicht ist damit auch... Ein Vogel hob sich in den Himmel. Gorath suchte in der Landschaft nach der Ursache für die Unruhe des Vögels und flüsterte. Wir täten wohl gut daran, das kleine Tier zu beachten. Was auch immer es erschreckt hat, hat vielleicht noch in der Nähe. Wenn wir in diese Richtung weitergehen sollen, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Ja, okay, dann haben wir dann noch einen Kampf. Ja. Naja, das. Da müssen wir aber wahrscheinlich hin. Also, wenn wir uns hier umsehen wollen. Bewegt euch nicht! Ach so, etwas stimmt mit dem Boden vor uns nicht. Da haben wir jetzt Fallen. Ja, okay, da ist es aber... Da müssen wir einfach nur dran vorbeilatschen. Das hier ist jetzt so eine Stelle, da kann ich eigentlich meine Charaktere komplett hochheilen. Weil die Fallen tun mir nichts. Bisschen seltsam ist das schon, nicht? Dann sparen wir uns das Heilen. 28, 25, 40. Okay, alles voll. Vielen Dank, liebe Fallen.
Sie seufzten erleichtert auf. Ich glaube, wir haben es geschafft, sagte Locklear. Ja, alle voll geheilt. Seid vorsichtig, vielleicht gibt es noch mehr Fallen. Ja, bitte gerne. Ja. Nochmal auf die Karte gucken. Sie haben einige Zeit benötigt, um sich zu versammeln. Ich dachte, dass die Meuchelmörder, die uns so weit entfernt angegriffen haben, uns vielleicht über den Inklindel gefolgt sind. Aber es gibt zu viele von ihnen. Selbst wenn man bedenkt, dass sie einen abtrünnigen Vigorat jagen. Delekan muss sich mit Spionen in Verbindung gesetzt haben, die er zuvor ins Königreich eingeschleust hat. Ne, Delekan ist ja der Moritel-Kriegsfürst-Typi. Aber Delekan ist in Sarsagoth. Meine Flucht kann nur bekannt geworden sein, während wir... Die Tatsache, dass er so weit südlich angegriffen worden, lässt etwas anderes vermuten. Ich war nie Zeuge, aber ich habe von einer Gabe gehört, die Gedankensprache genannt wird. Nur sehr wenige Zauberer besitzen sie, aber diese Fähigkeit versetzt Männer in die Lage, sich über eine sehr weite Entfernung zu unterhalten. Vielleicht hat Delekan einen solchen Helfer angestellt. Das ist durchaus möglich. Selbst bevor ich aus seiner Festung geflüchtet bin, gingen Gerüchte um, dass die Zauberer, die ihm dienen, solche Gaben besitzen. Ich weiß, dass sein Gehilfe Nago behauptet hat, solche Kräfte zu besitzen, obwohl ich nie Beweise dafür gesehen habe. Und falls Delekan die Möglichkeiten hat, wird er zweifellos die Kräfte seiner Gehilfen einsetzen. Wir werden also vorsichtig sein und auf jeden achten müssen, der wie ein Zauberer aussieht, wenn wir uns in Richtung Krondor begeben. Ihr müsst beide euren Augen offen halten. Aber eigentlich wollen wir noch gar nicht nach Süden. Wir wollen doch nach Drachenhöhle da rüber. Und hier mal kurz gucken, ob da was ist. Ne. So. Wo ist hier? Da ist nochmal ein Hügel. Na, da haben wir den nächsten Gegner und noch einen Gegner. Den kann man jetzt anklicken. Sie entschlossen sich zum Angriff. Gorath schüttelte den Kopf und starrte Orvin ungläubig an. Ja, das ist die Gruppe, die wir ausgewählt haben, sagte er. Habt ihr mir zuvor nicht zugehört? Nun seid still und haltet euch in den Plan, oder wir verlieren unseren Überraschungsvorteil. Okay, also die beiden sind eine Gruppe. Da ist auch nochmal ein Hügel. Der Feind war nicht überrascht. Im Gegenteil, er schien sogar begierig darauf zu sein, die Herausforderung anzunehmen und stellte sich dem missglückten Überraschungsangriff entgegen. Zieht die Waffen, rief Locklear. Sieht so aus, als ob wir dieses Mal ihren Bedingungen kämpfen müssen. Okay, es sind jetzt drei, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Man weiß halt auch nie, wo die sich hinstellen. Manchmal laufen die auch sehr seltsam. Okay. Kommen wir... Wir könnten dahin. Kling. Aua, aua, aua. Bams. Also, der kommt nicht von dem weg. Und er kann auch nicht zaubern, wenn jemand bei ihm dran ist. Dann greifen wir halt an. Aua. Bäh. Nummer 1. Okay, dann werden wir jetzt mal hier, Salz in euren Augen. Bams. Und der hier scheint zu fliehen. Geh mal. Aha. Und
Der kann jetzt nicht zu dem hin. Ja. Und Klüng. Da komme ich nicht ran, aber wir haben noch einen anderen Zauber. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Es kann auch sein, dass das X-Aptendüte war. Von wegen, dass man das auf gegnerische Zauberer auch nutzen kann, um die zu sich hinzuziehen. Aber man kann das eben hier auch. Der wollte eben fliehen. Und wir wollen den aber zermatschen. Ich weiß nicht, ob das gemeint war in den Kommentaren, aber ne. Das haben wir auf jeden Fall als Option. Ja, können wir so nicht hin. Da wäre eine Armbrust auch gut. Einladung. Sup. Bäh. Okay. Orwins Verteidigungsfähigkeit hat sich verbessert. Wunderschön. Also es waren drei. Ich sehe aber jetzt hier nur zwei Leichen. Und wir haben jetzt eben auch gar nicht mehr genug Platz, um den Kram mitzunehmen. Alles voll. Wir gucken mal in die Leichen. Genau, also die... Was? Ja, dass wir die Sachen mitnehmen, wo eben... Wieso sind denn das nur zwei? Wir haben drei gekillt. Okay. Da hinten haben wir schon Häuser. Ne, ist nur ein Haus. Okay, das ist noch nicht das, wo wir hin müssen. Das ist dann ein bisschen weiter, als ich dachte. Ja, da kann man jetzt hier auch nicht rüberzoomen oder so. Wir müssen auf jeden Fall Kram verkaufen. Und das wird sonst ein bisschen unübersichtlich. Auch, ja. Also, da werde ich jetzt hier erstmal einen Schnitt machen und dann müssen wir mal beim nächsten Mal gucken. Vielleicht laufen wir noch einmal kurz zurück und dann wieder hier hin, aber da, ich weiß nicht, wie viele Gegner dann wieder neu kommen und ich möchte mich jetzt auch nicht da ewig durchmetzeln. Eventuell lassen wir Sachen auf dem Weg liegen, müssen wir mal schauen. Aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wir werden auf jeden Fall weiter beim nächsten Mal nach dieser Kiste suchen, die uns erwähnt wurde. Ich nehme mal an, dass die da ist. Aber vielleicht geht es da noch weiter. Müssen wir mal gucken. Und dann gehen wir eventuell in diese Zwergenhöhle rein. Mal sehen. Das dann beim nächsten Mal. Um das nicht zu verpassen, gerne den Kanal abonnieren. Oder, falls ihr das nachträglich schauen solltet, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung eine Playlist finden, wo ihr dann komfortabel Folge nach Folge durchschauen könnt. Aber das war's für dieses Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.